Ja, hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Oliver Schirmer hier und heute ja, geht es um das Thema Handelsvertretung und da möchte ich ein paar ja, Punkte und ein paar Infos gerne mit dir teilen und ich hoffe wie immer, dass der ein oder andere Tipp für dich dabei ist, der ja, dir weiterhilft. Eine Handelsvertretung zu gründen, braucht man im Prinzip, oder es ist für jeden möglich, eine Handelsvertretung zu gründen. Es ist jetzt nicht so, dass man hier eine spezielle Ausbildung dafür braucht, sondern wenn du jetzt für dich heute entscheiden würdest, dass du deinen beruflichen Werdegang, dass du eine neue berufliche Perspektive haben möchtest, dann kann eine Handelsvertretung ja eine Option für dich sein. Eine Handelsvertretung hat wie alles im Leben viele Vorteile, es hat aber auch ein paar Nachteile. Kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Ein Tipp vorneweg: unterhalb des Videos werde ich dir einen Link zu einem Blogartikel verlinken, wo ich auf ja, das Thema nochmal näher eingehe, wo du weiterführende Informationen dazu kriegst. Also, wenn dich das Thema interessiert, schau auf oliverschirmer.de vorbei. Den Link zum Artikel findest du dann unterhalb des Videos. Aber das nur so am Rande. Lass uns da am besten loslegen. Worauf musst du achten? Wichtig ist, du kannst als Handelsvertretung zum einen ja nur für ein Partnerunternehmen tätig sein. Ja, du kannst aber auch für mehrere Partnerunternehmen tätig sein. Letzten Endes machst du als Handelsvertretung ja nichts anderes wie, ich sag mal, Produkte oder Dienstleistungen für Partnerunternehmen zu vermitteln. Und wenn du dann ja ein Produkt verkauft hast, dann ist das Partnerunternehmen quasi verpflichtet, dir die Provision auszuzahlen. Und wenn du jetzt eine Handelsvertretung erfolgreich starten möchtest, dann ist es wichtig, dass du ja ein paar Tugenden mitbringst, die dir helfen, die Aufgaben der Handelsvertretung einfach vernünftig ja, umzusetzen. Aufgaben sind zum Beispiel die Akquise neuer Kunden, das Vereinbaren von Terminen mit bestehenden Kunden, aber auch mit Neukunden, Verkaufsgespräche führen, Preisverhandlungen, Auswerten von Statistiken, welche Produkte verkaufen sich, ja, verkaufen sich gut, welche verkaufen sich eher schlechter. Dann ist das Thema Portfolio auch immer so ein Thema, welche Produkte ergänzen sich, welche kannst du noch hinzunehmen. Hier muss man aber auch ein Stück weit aufpassen, dass man, es gibt ein sogenanntes Konkurrenzverbot, dass du halt nicht Unternehmen vertreibst, die beziehungsweise Produkte von einem Unternehmen, die in Konkurrenz zueinander stehen und so weiter und so fort. Also ich bin jetzt hier auch kein Rechtsanwalt und es stellt jetzt auch keine Rechtsberatung dar, wenn dich solche rechtlichen Themen weiter interessieren, dann ja, sprich da am besten mit einem Anwalt, der auf dieses Thema spezialisiert ist. IHKs sind auch immer eine gute Anlaufstelle, wo man sich dann darüber nochmal informieren kann. Lange Rede, kurzer Sinn, um ja, die Aufgaben vernünftig ausführen zu können, erfolgreich ausführen zu können, braucht man im Prinzip ja, Tugenden, die eben halt jeder Unternehmer hat. Ja. Zum einen solltest du einfach darauf achten, dass du ja einen guten Auftritt hast, ja, dass du Selbstvertrauen hast, ja, nicht verwechseln, also Selbstvertrauen, Selbstsicherheit nicht verwechseln mit Arroganz, ja, sondern man muss nicht laut und ja, vorpreschend sein, um als selbstsicher und voller Selbstvertrauen wahrgenommen zu werden. Wichtig ist, dass du für dich weißt, dass du in deinem Beruf gut bist, dass du einen Mehrwert für die Menschen bringst, ja, und dann wirst du das dann dementsprechend auch ausstrahlen, ja. Die eigene Einstellung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, dass du ja, an deiner Persönlichkeit arbeitest, dass du an deinem Know-how arbeitest, Produktwissen, Praxiswissen hast, dass du Marktkenntnisse hast. Das sind alles Dinge, die zahlen darauf ein, dass du dann natürlich auch wieder nach außen hin selbstsicher auftrittst und auch in Verhandlungen die ganzen Dinge auch gut einschätzen kannst. Weil was nützt es dir, wenn jemand zu dir sagt, ja, die gleichen Produkte kriege ich woanders günstiger und du ja, und du den Markt im Prinzip nicht kennst und nicht jetzt genau weiß, was bietet denn der Markt tatsächlich an. Ja, und das führt dann natürlich zu Unsicherheiten. Ist natürlich ein ganz anderer Punkt, wenn jemand auf dich zukommt und zu dir sagt, naja, aber bei der Firma XY kriege ich das Produkt günstiger und du kannst dann ja fundiert mit der Person drüber sprechen, was denn die Vorteile deines Produkts sind im Vergleich zum anderen. Ja, also das macht dann super viel aus. Dann ist natürlich ein gepflegtes äußeres Erscheinungsbild wichtig, dass du höflich und zuvorkommend bist, dass du schaffst, eine Beziehung
Beziehung zu anderen Menschen aufzubauen. Ja, Menschen kaufen immer dort, wo sie ein gutes Bauchgefühl haben, ja, wo sie Emotionen, wo sie merken, wo so das Gefühl, wo sagt, hey, ja, der Person kann ich vertrauen. Und das setzt halt auch voraus, dass du, ich sag mal, authentisch bist, dass du nicht vorgibst, jemand zu sein, der du nicht bist. Dass du ja offen und ehrlich mit den Menschen einfach kommunizierst und auch mal sagst, was vielleicht nicht so gut ist, ja, aber dafür ja in Summe es trotzdem Sinn machen kann, ja, dass man auch auf die Nachteile des eigenen Produkts durchaus mal eingehen kann, so dass der andere merkt, hey, meine Interessen stehen im Vordergrund. Da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, ja. Lerne den Bedarf zu analysieren, finde heraus, was bei deinem Gegenüber wichtig ist, ja, was welche Probleme, welche Herausforderungen die Person hat und wie dein Produkt dann dementsprechend ja dann auch helfen kann. Du solltest eine starke Vertriebs- und Kundenorientierung halt mitbringen, weil letzten Endes lebst du von Provisionen, ja, und folgedessen halt auch vom Verkauf, und das setzt halt voraus, dass du in der Lage bist, regelmäßig Termine zu vereinbaren. Natürlich kannst du dann innerhalb deines Unternehmens diese einzelnen Aufgaben, die anfallen, ja, wie Buchführung, Steuern oder auch die Terminvereinbarung zum Beispiel outsourcen, aber ich würde dir auch empfehlen, am Anfang das immer selbst zu machen. Wenn du zum Beispiel weitere Vermittler oder Handelsvertreter einstellst, ja, dass du ja im Prinzip auch weißt, dass das, was du schulst, was du standardisiert hast, ja, dass du dass das auch funktioniert, ja, weil sonst sagen zum Beispiel deine Vertriebler zu dir, es funktioniert nicht und du kannst nicht mal darauf argumentieren, weil du selbst keine Praxiserfahrung gesammelt hast, ja. Und deshalb empfiehlt es sich, ja, eine gewisse Zeit lang diese Basics auch selbst einfach auszuüben, ja. Ein weiterer wichtiger Punkt ist eine starke Selbstmotivation, dass du in der Lage bist, dir Ziele zu setzen, dass du Ziele hast, die dich motivieren, dass du nicht stillstehst, ja, dass du einfach für dich immer schaust, okay, was ist jetzt der nächste Schritt, den ich gehen kann, was ist die nächste Einkommenshöhe, die ich angehen kann, was ist das große Ganze, warum mache ich das Ganze überhaupt, dass du für dich da so eine starke intrinsische Motivation entwickelst, so eine Motivation, die von innen rauskommt, wo man einfach halt oder wo du dann halt einfach merkst, dass du getrieben wirst von dieser Motivation, auch wenn es mal nicht so läuft. Ja, und es gibt halt Phasen im Leben, da läuft es nicht so, wie man es gerne hätte, und dann nützt es halt auch nichts, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern da muss man halt trotzdem dranbleiben, und das gelingt dir halt nur, wenn du den Grund weißt, warum das es ist, ja. So, Selbstsicherheit, Selbstvertrauen habe ich schon angesprochen in den Verkaufsgesprächen. Dann solltest du ja deine Einwandbehandlung beherrschen, natürlich diese ganzen Dinge wie Verkaufsgespräche und so weiter, das solltest du alles ein Stück weit standardisieren, dass du da immer einen roten Faden hast, an denen du dich dementsprechend orientieren kannst. Okay, jetzt muss ich mal kurz gucken, was ich hier noch aufgeschrieben habe. Genau, also wie gesagt, die Handelsvertretung hat viele, viele Vorteile. Du bist selbstständiger Unternehmer, du hast eine freie Zeiteinteilung, du kannst deinen Arbeitsalltag so gestalten, wie du das möchtest. Du hast Kontakt mit anderen Menschen, sehr gute Verdienstmöglichkeiten, weil dein Verdienst nicht nach oben gedeckelt ist. Ja, wie du dein Business dann letzten Endes skalierst, das hängt dann halt eben auch von deinen Fähigkeiten ab. Ich sag mal, geeignete Leute dafür zu finden, für die einzelnen Aktivitäten, und so kannst du dein Geschäft natürlich dann auch richtig groß machen. Persönliche Weiterentwicklung bleibt in dem Geschäft einfach nicht aus, weil du jeden Tag mit so vielen unterschiedlichen neuen Situationen zu tun hast, was dazu führt, dass eine eigene Handelsvertretung eine richtig coole Sache ist. Hat aber auch Nachteile, ja, wie zum Beispiel, dass es eben halt keine geregelten Arbeitszeiten gibt. Das heißt, du bist also voll und ganz für deine Aktivitäten selbst verantwortlich. Und wenn du dir halt angewöhnst, ich sag mal, morgens lang zu schlafen, dann vom Frühstück gleich ins Mittagessen überzugehen, ja, und dann ist der halbe Tag, der dreiviertelste Tag dann eben schon rum, dann wird's halt eben nichts mit Erfolg, beziehungsweise wird's halt dann einfach deutlich schwerer, ja. Okay,
Mich würde jetzt interessieren, welche Form der Selbstständigkeit du bevorzugst. Hinterlass mir doch einfach gerne mal einen Kommentar dazu und vielleicht hast du auch noch den einen oder anderen Tipp, den du loswerden willst. Freue ich mich sehr drauf. Ich habe dir jetzt zu dem Thema unterhalb des Videos stelle ich dir noch einen Link zu einem Blogartikel bereit. Einfach mal vorbeischauen, oliverschirmer.de. Den Link zum Artikel findest du direkt in der Textbeschreibung oder in den Kommentaren. Einfach mal nachschauen. Und falls dich eine richtig gute Alternative dazu interessiert, ja, findest du auch unterhalb des Videos weitere Informationen, die du dir kostenlos unverbindlich anfordern kannst. Und ich hoffe wie immer, dass dieses Video für dich hilfreich war, dass ein paar Impulse, ein paar Tipps dabei waren, die dir ja weiterhelfen. Und wenn dem so war, dann lass mir doch einen Daumen hoch da, freue ich mich drüber. Und wie gesagt, schreib mir, nutz die Kommentarfunktion für Anregungen und Tipps. Ja, in diesem Sinne, alles, alles Gute, maximalen Erfolg. Wir sehen, hören uns im nächsten Video. Bis dahin, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.